Unter Pädophilie versteht man eine sexuelle Ansprechbarkeit auf den präpubertären Kinderkörper. Das heißt, ein Körperschema, bei dem noch keine Anzeichen körperlicher Entwicklung zu beobachten sind. Von einer pädophilen Präferenzstörung spricht man allerdings erst dann, wenn diese Ansprechbarkeit auf den präpubertären Körper über einen längeren Zeitraum besteht und mit sexuellen Fantasien, Impulsen oder Verhaltensweisen einhergeht und die betreffende Person darunter leidet. Unter Hebephilie versteht man die sexuelle Ansprechbarkeit auf den pubertären Kinderkörper, das heißt ein Körperschema, bei dem erste Anzeichen pubertärer Reife oder körperlicher Reife zu beobachten sind und diese Ansprechbarkeit wiederum mit sexuellen Impulsen, Fantasien oder Verhaltensweisen und Leidensdruck einhergeht. Die Diagnose einer Pädophilie stellen wir, indem wir ein ausführliches klinisches Interview mit den Patienten durchführen. Bei diesem Interview werden eine Vielzahl von sexuellen Verhaltensweisen aus der Gegenwart und der Vergangenheit der Person abgefragt. Das wichtigste Kriterium hierbei ist die sexuelle Erregbarkeit einer erwachsenen Person durch Heranwachsende oder Kinder. Die Diagnose einer Pädophilie oder Hebephilie kann nur von medizinischem oder psychologischem Fachpersonal gestellt werden. Innerhalb des Präventionsnetzwerkes Kein Täter werden muss zusätzlich eine sexualmedizinische oder sexualtherapeutische Qualifikation vorliegen. Für die Entstehung einer pädophilen oder hebephilen sexuellen Neigung werden verschiedene Faktoren diskutiert. Erstens sind hier biologische Faktoren wie eine erbliche Prädisposition zu nennen, zweitens soziale Faktoren wie eigens erlittene traumatische Erfahrungen und drittens psychologische Faktoren sowie beispielsweise eine erhöhte Schüchternheit. Inwieweit diese Faktoren dann allerdings zusammenspielen, wie es aus diesen Faktoren heraus zur Entstehung einer pädophilen oder hebephilen sexuellen Präferenz kommt, ist zum aktuellen Stand der Forschung noch ungeklärt. In den wenigen Untersuchungen, die es bisher dazu gibt, geht man davon aus, dass 3 bis 6% aller Männer angeben, sich sexuell zu Kindern im vorpubertären oder pubertären Alter hingezogen zu fühlen. Allerdings sind das jetzt noch keine belastbaren Zahlen, die einen Schluss auf die Allgemeinbevölkerung zulassen würden. Bei Frauen sieht es nochmal ganz anders aus. Da geht man davon aus, dass maximal 1 bis 5% aller Menschen, die von einer pädophilen oder hebephilen Sexualpräferenz betroffen sind, überhaupt Frauen sind und der größte Teil Männer. Sexueller Kindesmissbrauch wird nicht nur auf der Grundlage einer Pädophilie oder Hebephilie begangen. Aus Untersuchungen bei verurteilten Sexualstraftätern gegen Kinder wissen wir, dass nur in ungefähr der Hälfte der Fälle eine solche Präferenzbesonderheit diagnostizierbar ist. Nicht alle Menschen mit pädophiler oder hebephiler sexueller Neigung begehen sexuellen Kindesmissbrauch. Nach unserer klinischen Erfahrung gelingt es einem beträchtlichen Anteil dieser Personen, ihre sexuellen Fantasien nicht im realen Verhalten umzusetzen. Wissenschaftlich betrachtet wissen wir nicht, ob der Konsum von Missbrauchsabbildungen den Wunsch nach einem sexuell missbräuchlichen Verhalten verstärkt. Allerdings ist es so, dass bereits der Konsum von Missbrauchsabbildungen ja einen Straftatbestand darstellt. Und insofern kümmern wir uns auch in der Therapie um dieses Problemverhalten. Teilweise
Taten, die in irgendeiner Form Justiz bekannt werden, werden als Hellfeld bezeichnet. Ein großer Teil sexueller Übergriffe gegen Kinder gelangt jedoch nicht zur Anzeige, wird deswegen nicht justizbekannt und taucht deswegen auch in keiner Kriminalstatistik auf. In der Kriminologie werden diese Taten als Dunkelfeld bezeichnet. Mit der angebotenen Therapie für problembewusste, hilfesuchende Menschen sollen sexuelle Übergriffe und das Nutzen von Missbrauchsabbildungen im Internet verhindert werden. Damit leistet das Projekt einen wichtigen Beitrag zum aktiven Kinder- und Jugendschutz. In der Behandlung werden psychotherapeutische, sexualmedizinische und medikamentöse Ansätze miteinander kombiniert und es wird an den Therapiezielen gearbeitet, die für den individuellen Patienten relevant sind. Das können verschiedene Lebensbereiche sein, die für das problematische Verhalten von Bedeutung sind, soziale Fertigkeiten oder Beziehungsfähigkeit zum Beispiel, Risikosituationen oder Ressourcen, Problemlösefertigkeiten oder Zukunftspläne. Wie lange das im Einzelfall dauert, ist sehr verschieden und die Behandlung wird danach angepasst, wann die persönlichen und individuellen Behandlungsziele erreicht sind. Für eine erfolgreiche Therapie ist es uns wichtig, dass der Patient und der Therapeut ihre jeweiligen Aufgaben wahrnehmen. Auf der Seite des Patienten steht vor allem die Motivation, keinen Missbrauch zu begehen, da die Entscheidung zu treffen, motiviert teilzunehmen an den Gruppenarbeiten und auch offen zu sein, dass die Probleme angesprochen werden können. Auf der Seite von uns Therapeuten ist es uns wichtig, dass wir uns regelmäßig weiterbilden, dass wir auf dem aktuellen Stand der Forschung bleiben und auch, dass wir regelmäßig supervidiert werden. Die ambulante Therapie dauert 1 bis 2 Jahre. Der Zeitraum ist individuell anpassbar. Wenn wir Einzeltherapien anbieten können, was wir teilweise können, dann etwa wöchentliche Sitzung von 1 Stunde. In einem gruppentherapeutischen Sitzung, was die Hauptbehandlungsform ist, sind das wöchentliche Sitzungen mit 2 Stunden. Bei der Therapie sollen Patienten darin unterstützt werden, ihr Verhalten zu kontrollieren. Das heißt, es geht darum, sexuelle Übergriffe zu verhindern oder den Konsum von Missbrauchsabbildungen zu verhindern. Und die Therapie kann begleitend durch Medikamente unterstützt werden, die den Trieb dämpfen und damit eine Erleichterung und Entlastung für die Patienten bewirken. Der Konsum von Missbrauchsabbildungen wird häufig als eine Möglichkeit wahrgenommen, sexuelle Bedürfnisse zu befriedigen, ohne sexuell übergriffig zu werden. Klienten haben aber selten eine Vorstellung davon, dass sich hinter diesen Bildern eben auch ein realer sexueller Missbrauch verbirgt. Unabhängig davon ist es so, dass die Klienten häufig unter dem Konsum der Missbrauchsabbildung leiden, weshalb wir das therapeutisch natürlich auch versuchen zu bearbeiten. Alle Ambulanzen des Präventionsnetzwerkes arbeiten inhaltlich unabhängig von den finanzierenden Institutionen. Das heißt, vertrauliche oder personenbezogene Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Die Therapeuten unterliegen der therapeutischen Schweigepflicht bezüglich aller Fälle sexuellen Missbrauchs, die in der Vergangenheit stattgefunden haben und die im Laufe der Therapie eventuell bekannt werden. Das ist eine Basis für die Arbeit des Projektes, denn ohne diese Schweigepflicht wäre es wahrscheinlich sehr schwierig, Menschen überhaupt für dieses Angebot zu erreichen, damit diese dieses beanspruchen. Die Gesetzeslage ist also in Deutschland bezüglich Präventionsarbeit zum aktiven Kinderschutz sehr zu begrüßen. Und im Falle eines akuten Selbst- oder Fremdgefährdungssituationen, die sich ergeben könnten,
gibt es innerhalb des Projekts einen entsprechenden Stufenplan, der gemeinsam mit den Teilnehmern dann erarbeitet und transparent durchgeführt wird. Ziel unseres Projektes ist es, sexuellen Kindesmissbrauch zu verhindern. Für uns ist also ein Therapieerfolg, wenn ein einzelner Kindesmissbrauch verhindert wurde. In unserer Therapie zeigt sich oder in unserer Therapieerfahrung zeigt sich, dass wir das vor allem erreichen können, indem wir Risikofaktoren reduzieren und über Integration und Akzeptanz dieser sexuellen Neigung auch Verhaltenskontrolle erhöhen können und Schutzfaktoren stärken.